heutigen Abend erwarte ich mir vor allem, dass es ein Zeichen gesetzt wird, dass Menschen mehr Verständnis haben bzw. Ihre Vorurteile mehr abbauen. Don't go. And every breath I take, I'm breathing you. Utopia, forever till the end of time. From now on, only you and I. Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Begrüßen Sie mit mir die Initiatorin und Gastgeberin, Ursula Simacek. Ich möchte diese Gelegenheit jetzt kurz ergreifen und ein herzliches Danke aussprechen an all die Kooperationspartnerinnen und Partner, ohne die der heutige Abend nicht möglich wäre. Ich bin Unternehmerin und ich denke, dass Unternehmen eine besondere gesellschaftliche Verantwortung haben. Diversity Management und Corporate Social Responsibility kann nur von ganz oben kommen. Genauso wie heute standen am 6. Juni 2011 NGO-Projekte im Mittelpunkt, die Integration, Gleichberechtigung, Nachhaltigkeit, Diversity eben, zum Inhalt ihrer Tätigkeit machten. Unsere Unternehmen sollen die Gesellschaft widerspiegeln, die Vielfalt der Gesellschaft. Und genau das gilt es zu fördern. Heißen Sie mit mir willkommen Malakai. Oh, I'm screaming now for my dreams to be heard. They would not be pushed aside or turned into your bone. Cause you won't listen, listen. Your audience. Thank you. Es wird eine tolle Charity, das erwarte ich mir. Wird auch die Gelegenheit sein, gewissen Menschen Danke zu sagen für das, was sie tun, für ihr Engagement. Vielleicht den einen oder anderen auch ein bisschen zum Nachdenken animieren, könnte ich bei mir, in meiner Firma, in meiner Struktur etwas noch tun. Energien, Anstrengungen tätigen, um mittelfristig hier die Ziele zu erreichen. Eine Äquivalenz zwischen Frauen und Männern auch in technischen Berufen zu finden. Auf jeden Fall Weltoffenheit und Toleranz sind die wichtigsten Punkte. Diversität bedeutet für mich Vielfalt. Ohne Vielfalt keine Kreativität, keine Innovation. Das heißt, ich glaube, die Menschheit würde stehen bleiben, wenn sie Vielfalt nicht zulassen würde. Ich habe das Gefühl, dass das Thema Diversity wirklich gehört wird und dass es einen großen, großen Widerhall hat. Anerkennen. Das Wichtigste im Leben ist die Anerkennung eines Partners, eines Mitarbeiters, eines Menschen. Und dann funktioniert das Leben. Es weckt Emotionen, es weckt auch Motivation, auch daran weiterzuarbeiten, wo man bis jetzt gearbeitet hat. Wir waren geboren, um zu leben, mit den Wundern jeder Zeit. Niemals zu vergessen, wir sind alle Ewigkeit. Wir waren geboren, um zu leben, für den einen. Die nominierten NGO-Projekte 2013 stellen sich jetzt vor. Wir kümmern uns in der Caritas Vorarlberg um langzeitarbeitslose Menschen, beschäftigen, qualifizieren und vermitteln diese in den ersten Arbeitsmarkt. Bei dem Projekt können wir Frauen mit Migrationshintergrund direkt am Arbeitsplatz unterstützen. Wir unterstützen sie mit betrieblicher Sozialarbeit, Mediation und beruflichem Coaching. Wir bieten jetzt auch
Kurse und Maßnahmen in Gebärdensprache, in der Muttersprache für Gehörlose an, damit sie in die Gesellschaft andocken können und den Bildungsrückstand aufholen können. Die Idee des Projektes ist eigentlich die, als erster wirklich nachhaltiger Betrieb in Österreich die drei Dimensionen Ökonomie, Ökologie und Soziales in unserem Handeln miteinander zu verknüpfen. Besonders wichtig ist uns allen die Motivation, Begeisterung in den Kindern und Jugendlichen zu wecken und ihnen ihre Fähigkeiten und Begabungen aufzuzeigen. Wir wollen eine Dienstleistung anbieten, die tatsächlich einen Mehrwert schafft, genau in den Bereichen, wo wir tatsächlich glauben, dass wir mindestens dieselbe Qualität, wenn nicht sogar eine bessere, anbieten können. Der Gewinner ist Russ. Ein wundervoller Abend für eine gute Sache und ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen. So viel gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen, ist für uns alle ein Vorbild.